Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ihr Lieben, an dieser Stelle haben wir das letzte Mal gefailt, oder nicht wir, sondern ich habe gefailt. Diese Truppe da, die hat mich kurzerhand nass gemacht. So schnell konnte ich gar nicht gucken und von daher werden wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger rangehen und werden eben auch unsere Schicksalskraft benutzen. Komm her, genau. Und dann greifen wir gerade mal das Dicke hier an. Oh, die nimmt mich trotzdem. Die treffen mich ja trotzdem, glaube ich das. Komm her. Komm. Komm, ich drücke F. Ja, ja, ja. Leertaste, 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 Leertaste. Jetzt gibt es ein paar Punkte. Wunderbar. So, jetzt aber. Da hat es noch welche. Komm her. Erstmal Eisfreund. Und jetzt aufladen. Yeah. Oh, die sind aber trotzdem gefährlich. Halleluja, aber auch. Mehr. Und ausweichen. Und immer erst aus der Bewegung. Oh, ich kann aufsteigen. Super. Genau. Wir sind ja in der Höhle Kranal, weil wir da drei Gegenstände finden, suchen, um ein... Oh, Helm der Märtyrerin. Und Gold. Schülerschuhe. Genau, wir sind in dieser... Oh, das ist schon alles? Ist ja nicht viel. Genau, wir sind in dieser Höhle, weil wir drei Gegenstände suchen, mit denen wir ein altes Artefakt irgendwie aktivieren können. Weil nämlich das Wasser hier vergiftet ist. Und daraus wächst dann vergiftetes Korn. Und das müssen wir zurückstellen. Gemmengitter. Da haben wir also Nummer 1. Jetzt können wir eine Runde aufsteigen. Da sollten wir mal gucken. Ihr wisst ja, ihr Lieben, ich mache klassische Let's Plays. Das heißt, mitgehangen, mitgefangen. Ihr müsst euch das alles angucken. Jetzt lass mal gucken. Schmiedekunst können wir machen. Sinnenschärfe. Du kannst Fallen entschärfen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Bannen ist nicht meins. Schlösserkunde. Überzeugung haben wir aber nicht viel, meine Fresse. Gemmenschleifen sind wir schon durch. Schmiedekunst, komm, wir machen mal Sinnenschärfe. Ich finde das nicht schlecht, wenn wir jetzt Fallen entschärfen können. Okay, jetzt lass mal gucken, wie ging denn das hier noch? Was haben wir überhaupt alles schon so geskillt? Lass mal gucken, Zauberkraft haben wir eine Menge. Chakram. Was haben wir hier? Zeptermeister. Zepter, damit spielen wir nicht. Arkane Bewaffnung. Was haben wir hier? Eisbarriere. Konservatives Zaubern. Du hast unzählige Arkane Geheimnisse ergründet und benötigst nun deutlich weniger Mana. Aktuelle Stufe. 90 Blitzschaden. Ach Gott, ich bin beim Sturmbolzen. 19. Nächste Stufe. 22%. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das ja auch Feinklingmeister, Dolchmeister, da sind wir durch. Was gibt's denn da? Präzise Bewaffnung. Schaltet aufgeladene Spezialangriffe für Dolch und Feinkling. Schattenschlag. Kreisende Klaue, nächste Stufe. Das haben wir hier. Ausfallschritt. Frostfalle. Vergiftete Klinge. Höhere Resistenz gegen Gifte. Zugkraft. Ja, was machen wir denn da? Schattenfackel. Also die Feinklingen, da haben wir 4 Punkte. Die können wir eigentlich wegnehmen, weil mit denen spielen wir sowieso nicht. Stürze mit übernatürlicher Geschwindigkeit an deinem Gegner um sie. Das finde ich gar nicht schlecht. Das machen wir jetzt. Okay. Bestätigen. Weil diese Dinger hier, Macht, Raffinesse und Zauberkraft, die erlauben es, bestimmte Rüstungen anzuziehen. Mit Macht, das ist so ein bisschen der Krieger, da werden wir nicht allzu viel machen, also werde ich die beiden hier skillen. Beim nächsten Aufstieg gehen wir mal auf die Zauberkraft, aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Raffinesse. So. Jetzt können wir hier noch
Gott, ich erinnere mich kaum noch. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden, Mindestanforderungen. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, dass wir das lassen. Gibt es denn da noch irgendwas mit Rang 4 jetzt? Nee. Okay, dann bleiben wir beim Abenteurer, weil eins auf alle Talente finde ich ziemlich gut. Genau. Gut, okay, schließen. Alles klar. Jetzt haben wir das Gaming-Gitter. Nochmal gucken, wo es hier weitergeht. Von da sind wir gekommen, ne? Genau, hier sind wir rumgelaufen. Da war dieser Hebel. Ja, dann latschen wir doch da gerade mal weiter. Ups. Speichert er wieder. Jetzt mal gucken, ob ich richtig bin. Na, das ist doch nicht zu glauben, oder Leute? Wie mache ich das? Das ist echt nicht zu glauben. Da geht's weiter. Ja, genau, da geht's weiter. Jolina Hawk. Ich kann es nur immer wieder betonen, ich habe das ja schon in vielen Let's Plays gesagt. Im Real Life stelle ich mich mit der Richtung nicht ganz so dämlich an, also bei weitem nicht. Da sind wieder. Ist da auch eine Banshee dabei? Wie geht denn jetzt dieser Schattenschritt? Ah, ja, das ist ja fein. Oh, pass auf, Frau Hawk, pass bitte auf. Der war nicht schlecht. Aber ich muss echt aufpassen, Leute. Au, 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 au. Au, 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 au. Weg da, weg da, weg da, weg da. Meine Fresse, aber auch was treib ich? Jemine, aber auch. Oh! Blöde Pflanze. Ich hasse fleischfressende Pflanzen. Komm her. Okay, also ich muss zugeben, dass man doch auch aufpassen muss. Komm her, so. Da haben wir nachher wieder eine Menge zu zerlegen. Ich bin bloß froh, dass wir so schnell. Da vorne ist wieder was zum Bannen. Ich wiederhole nicht, dass ich das nicht kann. Dann nochmal so eine Schnapppflanze. Nö, sieht mir nicht so aus. Bist du leicht? Mittel. Ach, ich lasse das mit der Bannerei. Habe ich irgendwie nicht viel Glück. Deswegen lasse ich das jetzt. Okay, also. Ein bisschen aufpassen bei den Kämpfen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Muss ich auch mal gucken. Mit meinen Waffen. Warte mal. Das muss ich reparieren. Ja, ich sollte reparieren, glaube ich. Jetzt, wie ging denn noch das Reparieren? Da gehen wir ins Inventar. Gegenstände. Reparaturkit. So, nutzen. Komm, ich mach mal die gesamte. Das darf man nicht vergessen, weil wenn das Zeug plötzlich kaputt geht. Ja, da geht's lang. Okay, also dann weiter. Mitten im Kampf kaputt ist nicht gut. Muss ich hier wieder in die Plörre? Hätte ich vielleicht doch den Widerstand gegen Gift nehmen müssen. Toxischer Schlammopfer, Deibel, ehrlich. Okay, so und nun? Tja, wie geht's weiter? Lass uns mal da rumrennen. Ist das, nee, ich und Höhlen, das ist doch wirklich ein Albtraum. Wahrscheinlich renne ich jetzt wieder. Ja, ich weiß, toxischer Schlamm und so weiter. Ja, hier waren wir doch schon. Da liegt schon ein Toter. Ist egal. Wir rennen einfach darum. Andere Richtung. Da vorne ist auch noch. Aua. Oh, das kommt davon, wenn man immer nur den Blick auf das Loot hat. Edler Eichenstab. Schon wieder Azurit-Beinschienen. Kann ich dich eigentlich angreifen? Nee, kann ich nicht. Ah, da ist wieder eine Tür. Und schon wieder hat's geleckt. Ich weiß nicht, warum das leckt. Muss ich denn jetzt wieder so ein Dings finden? Nee, ich kann's öffnen.
Sehr schön. Nochmal auf die Karte gucken. Da sind wieder Feinde. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, also dann. Wo seid ihr Feinde? Da ist einer. Komm her. Der ist völlig unbeeindruckt von meinem Zauber. Komm! Die können einfach in den toxischen Schlamm gehen, ich nicht, das ist fies. Und wieder vergiftet. Ah, ja, komm schon. Komm, Murk. Aber dieser Eiszauber ist gar nicht schlecht. Der gefällt mir. Okay. Gut, dann gucken wir uns hier erstmal um. Gibt es da noch irgendwas, was wir finden können? Laufschen, ja, da ist wieder eine Feintruhe. Mehr? Halskette der Blitzhemmnis und Gold. Mal irgendwann gucken, wie viel Kohle wir haben. Okay, gut. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Dann gehen wir jetzt nochmal da lang. Ne, bislang haben wir ja erst ein. Ah, Mann, verdamm ich aber auch. Erst eine von diesen. Ah, shit. Echt. Ja, mach nur. Haben wir ja bislang erst eine. Wieso läufst du nicht? Eine von diesen. Helm der Natter. Also erst eine von diesen Gegenständen gefunden. Da ist wieder so ein. Lass schauen, wo sind wir denn? Na gut, da müssen wir jetzt in die andere Richtung, würde ich denken. Also dann dapp mal halt einfach mal da lang. Oh, Himmelsthron, ne, Himmelsblüte. Da braucht man offensichtlich eine höhere. Ja, hier waren wir, genau. Jetzt rennen wir einfach in die andere Richtung. Schön gucken, ob es da wieder so, da vorne ist wieder so ein Schnappvieh. Da lang würde ich denken. Ach Leute, mir wurde mal gesagt beim Dragon Age Inquisition, wo ich ja anfangs wirklich Probleme hatte, den Weg zu finden. Ich solle nicht so häufig in die Karte gucken, aber das würde stören, den Spielfluss. Ja, das verstehe ich auch, aber es nützt ja nichts. Der Spielfluss ist ja auch sehr gestört. Wenn ich immer nicht den Weg finde und immer wieder auf dieselbe Stelle renne. So, hier ist unser seltsames Artefakt. Ja gut, da können wir immer noch nichts machen. Also gut, dann rennen wir jetzt da geradeaus. Nein, du schnappst jetzt nicht nach mir. Ja, Pech gehabt. Ah, da ist wieder so eine. Das ist wieder ein Hebel. Ja, ich hab dich gesehen. Ja? Nutze Hebel. Und wahrscheinlich haben wir jetzt hier wieder 1000 Feinde. Ich sehe sie auch schon. Toxischer Schlamm. Du Deibel, echt. Lass mal kurz gucken. Rechts und links. Dann werden wir doch erstmal gucken, dass wir. Das sind, glaube ich, das keine Banshee dabei. Komm, aufladen. Und weg hier. Uff, los geht's. Die sind auch schon ganz schön hartnäckig hier, die Bösen. Hab euch. Okay. Na komm, mach auf. Wer weiß, was ich da jetzt schon. Wie viel von diesen Kutten ich jetzt schon habe. Da geht's weiter. Ja, komm, wir latschen einfach mal hier weiter. Irgendwo müssen doch noch diese beiden anderen Sachen sein. Jetzt überall Lähmungssporen, die nehme ich nicht mit. Oh Mann, ich komme einfach gar nicht raus aus dieser Vergiftung hier. Was haben wir hier? Blutwurz. Nehmen wir mit? Ja, schnapp du nur.
Oh, da ist auch ordentlich was los hier. Wo sind die? Was, wieder eine Banshee? Ich glaube, die heißen gar nicht Banshee, aber so ähnlich. Die haben mich noch gar nicht entdeckt. Komm her. Dich mache ich zuerst fertig. Komm her. Ja. Perfekto. Ich glaube, sie ist erledigt. Komm her. Los geht's. Es ist ja schon so ein bisschen Hack and Slay hier. Ich glaube, wir haben das auch in irgendeiner der alten Folgen, haben wir das auch auf schwer gestellt. Gerade mal gucken, ob wir schwer spielen. Komm her, Murk. Okay, und jetzt hat es hier schon wieder so schrecklich viele Türen. Da ist das nächste Artefakt. Mana-Pendel. Jetzt brauchen wir bloß noch Gürtel der Fluidität. Okay. Gut. Nein, da müssen wir noch aufmachen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder bannen. Ja. Bannenmittel. Diese Bannerei lasse ich. Die Erfahrung sagt sowieso, dass da so coole Sachen noch auch nicht drin sind. Komm mal her, öffne die Tür. Und wo sind wir jetzt? Ja, da können wir auch noch weiter. Dann latscht man vielleicht erstmal die andere Richtung. Warum? Weil es da tiefer in die Höhle geht. Wenn ich jetzt den Weg genommen hätte, würde ich quasi wieder zurückkommen. Also erstmal hier lang. Ich hoffe, dass es aufgeht. Jawohl. Irgendwo muss doch noch das dritte Teil sein. Okay. Da irgendwo, genau. Und da wartet schon wieder irgendjemand auf uns. Irgendein Feind? Ich sehe sie noch nicht. Da unten sind sie. Kommt, auf geht's, Murks. Oh! Wenn die einmal zuschlagen, das ist schon gar nicht ohne. Ah, da haben wir das dritte Teil. Sehr schön. So, und dann können wir ja drei Einstellungen machen bei dem Artefakt. Wie war das? Sanguinisch, melancholisch und ich weiß nicht was. Ich vermute mal, dass das dann die Wasserqualität entsprechend beeinflusst. Dann müssen wir mal gucken, was wir dann einstellen. Aber jetzt erstmal zurück. Mal gucken. Da latscht man noch rein. Da gibt es bestimmt noch irgendwas Cooles zu finden. Und wehe, ich muss es bannen. Nein. So, schön Abstand halten. Hihi. Zunderzweig. Gut. Okay. Ich habe mir eine Krankheit eingefangen. Ja, das weiß ich. Ich bin halt vergiftet. Ich meine, was will man tun dagegen? Einfach warten, dass es vorübergeht? Es wäre überhaupt mal interessant zu wissen, wie wir da jetzt beeinträchtigt sind. Nein, nicht in die Fähigkeiten. Wir wollen in den Status Effekte. Toxischer Rückstand. Du bist krank, suche einen Heiler oder trinke einen Läuterungstrank. Minus 20 Elementarresistenz. Vielleicht machen die deswegen so großen Schaden bei mir. Das könnte sein. So haben wir jetzt noch irgendwo. Nö, eigentlich können wir mal gerade durchrennen. Schnapp. Ja. Schnapp, schnapp. Und wartet da vorne noch eine kleine Truppe an Feinden auf uns. Ich vergesse auch immer mit der Minimap zu arbeiten, Leute. Das ist. Sollte ich mir vielleicht eher angewöhnen, dass ich da mal so ein bisschen drauf achte. Yep.
Und eine Runde zurück. Ja, dachtest du, ne? Komm her. Komm. Und du auch noch. Ups, weg da. Hab ich dich? Ja, okay. Das ist immer nett, dass das speichert nach einem Kampf. Jetzt haben die mir gar nichts gedroppt. Geizkriegen. Verdammte Geizkriegen, echt. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt richtig laufe. Ich guck wirklich auf die Minimap, Leute. Da schnappt's gleich wieder. Hallo, Feinkopf. Jetzt ist mein Status auch gleich weg. Gott sei Dank. Und wehe, ich muss jetzt nochmal durch irgendeine Plörre laufen. Weil hier ist noch eine Himmelsblüte. Ja, die konnten wir jetzt auch mitnehmen. Ich befürchte wirklich, dass ich da vorne wieder durch die Plörre muss. Ach nö, komm, ey. Habe mich gerade erholt von diesem Status. Also gut, dann hole ich mir halt wieder die Krätze. Toxischer Rückstand, ja, ist ja gut. So, und jetzt was machen? Ja, schnapp du nur. Jetzt wollen wir mal gucken. Was können wir denn hier jetzt machen? So, Spannung. Das Artefakt kann seine Auswirkungen auf das Wasser, das aus Kranhalt kommt, wieder kontrollieren. Jennikers Tagebuch besagt, dass das Artefakt nicht nur deaktiviert werden kann, sondern noch weitere Einstellungen besitzt. Sanguinisch, phlegmatisch und melancholisch. Weitere Einzelheiten finden sich im Tagebuch. Phlegmatisch war so ein bisschen Depri. Also wir gucken das jetzt nochmal kurz an. Welche Qualitäten das da gibt. Mein Gott, was ich mich hier immer zu Tode suche. Mal her. Lesen. Genau so. Jetzt pass auf. Sanguinisch für den Optimismus, phlegmatisch für die Zurückhaltung und melancholisch für den Pessimismus. Wollen wir das mal testen? Ich deaktiviere es einfach mal. Das Gerät wurde deaktiviert. Ich will jetzt mal hoffen, dass das Richtige war. Weil irgendwelche Gefühlsqualitäten da reinzugeben, ist, glaube ich, keine gute Idee. Stell dir mal vor, die sind einfach bloß am Rumgiggeln oder alle Depri. Das ist überhaupt nicht gut, glaube ich. Also kehren wir jetzt zum Rondhof zurück. Werden mal gucken, was die Lady uns zu berichten hat und ob ihr Bruder oder Kumpel oder was weiß ich, irgendwie ist der, glaube ich, verwandt mit ihr. Ob wir uns jetzt mit dem unterhalten können. Tja, jedes Mal, wenn du versuchst, etwas zu stehlen. Es gibt ja auch diese Gilde der Diebe. Das ist auch so eine Questreihe. Mal gucken, ob wir die machen können. Ich habe übrigens auch nachgelesen, es ist so, das Spiel ist nach der Hauptstory, kann man es weiterspielen. Von daher werden wir vielleicht wirklich mal ein bisschen stärker nachher versuchen, der Hauptstory zu folgen. Damit es so ein bisschen im Zusammenhang bleibt. Und wir uns nicht allzu sehr verfieseln. Und dann können wir ja, wenn wir die erledigt haben, die Hauptstory, können wir ja immer noch die einzelnen Quests nachträglich machen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Variante ist. Oder oben, da waren die freien Männer und der Wissensstein. Da vergesse ich auch immer drauf zu achten. Ach, da kommen die schon wieder, freie Männer. Sie gehört mir allein. Ja, ist ja gut. Sind sie ein bisschen vergiftet, die Herrschaften? Warum? Weil ich... Ja. Oh, komm her, komm. Ausweichen. Hab dich. Das gibt nachher Kohle wie Sau. Wir werden auch nochmal, bevor wir irgendwas anderes machen, nach dem Rondhof, nach Eiken zurückkehren. Wir werden uns mal die Kohle holen. Für die Armbänder, die wir haben. Ja, siehste. Weiß gar nicht, wie viel wir haben mittlerweile. Und dann werden wir ein bisschen Zeug zerlegen und mal gucken, ob wir wieder irgendwelche besseren Rüstungen machen können. Gibt es denn hier noch was zu finden?
Hallo, du bist ein Urfi. Komme ich nicht rein? Ich weiß nicht, da sind Kisten angezeichnet, aber wie komme ich denn zu diesen Kisten? Okay, jetzt werden wir erstmal mit den Herrschaften reden. Seid ihr denn jetzt wieder normal? Bei den Göttern, endlich sind meine Gedanken wieder mein und Denrit ist wieder bei Ja, Verstand. genau, na Es ist nicht wunderbar. viel, doch nehmt diese Belohnung. Ich danke euch. Das waren immerhin über 2100 Gold, also da verdient man ordentlich. Jetzt können wir mal fragen, Alrette. Mein Gemahl Denrit und ich führen den Ah, dein Rundhof. Mann ist Es es. gibt vieles, worum wir uns kümmern müssen, aber wir werden damit fertig. Okay. Und was ist mit deinem Mann passiert? Naja, wir wissen es natürlich, der war vergiftet. Denrit Rond ist mein Gemahl. Wir beide betreiben den Rondhof und halten die Dinge am Laufen. Ah ja. Naja, das ist jetzt nicht sehr aufschlussreich. Wir werden trotzdem noch mal nach dem Rondhof Er ist unser fragen. Zuhause. Denrit und ich haben ihn mit bloßen Händen aufgebaut. Und wir werden ihn erneut aufbauen. Ihr seid auch schon dabei? Genau, dann lebt mal Ha! wohl. Und mal gucken, ob wir mit Denrit auch noch sprechen können. Der hat uns ja das letzte Mal bloß brabbelnden Blödsinn erzählt. Es ist ein gutes Gefühl, von diesem Wahnsinn befreit zu Das sein. glaube ich. Danke für alles, was ihr getan habt. Meine Frau Alrett hilft mir, all die Arbeit auf unserem Hof zu bewältigen. Ohne sie wäre das hier das reinste Chaos. Ich bin das Oberhaupt des Rondhofes. Es gibt immer reichlich zu tun. Das ist schön. So, jetzt ist die Frage, wo zum Kuckuck sind hier diese? Da waren wir schon, genau. Wo zum Kuckuck sind hier diese Geheimnisse? Irgendwo da unten? Ja, ich sehe aber keine zum Kuckuck. Da komme ich nicht runter. Manchmal, das müsste hier unten sein. Und wo ist das andere? Irgendwo da drüben. Sicherlich nicht hier in der Ecke, oder? Also Leute, ich weiß nicht, warum. Ach, da, ich sehe den Steinhaufen. Ich weiß nicht, warum das so rumleckt. Ist die Grafikeinstellungen schon ein bisschen zurückgenommen? Stammeshalskette. Gott, da müssen wir uns echt mal mit beschäftigen, hier mit diesen Halsketten auch. Ich weiß nicht, da unten irgendwas? Ich sehe kein. Ah, doch, ich glaube, ich sehe es. Da ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Baumstamm. Dann rennen wir mal ganz kurz hier rein. Erschlagen kein Huhn, da ist er natürlich. Meine Güte, aber auch. Backenpanzer der Eishemmnis, auch schön. Okay, jetzt rennen wir zurück nach Eiten, ihr Lieben. Werden dort mit dem Bürgermeister kurz sprechen. Und ihm die freien Mannbänder geben, Armbänder geben. Da gibt es dann ordentlich Kohle. Und dann werden wir uns mal auf den Weg in die Helm. Genau, wir werden noch ein bisschen Zeug zerlegen. Und wir werden uns dann noch auf den Weg in die Helmgard-Feste machen. Damit wir da mit dieser Story ein bisschen weiterkommen, mit dieser Fraktionsstory. Hallo. Wer Oh, bist du? hallo Fremde. Hallo, Miliz. Eiten heißt all seine Besucher willkommen. Das ist Zumindest jene, schön. die keinen Ärger machen. Ich mache keinen Ärger. Wo ist jetzt der Bürgermeister? Ach Leute. Wo ist der Bürgermeister? Egal, komm, wir nehmen jetzt erstmal hier. Iverhaus. Da, guck mal, was haben wir denn hier? Da können wir jetzt die Truhe plündern. Was ist da drin? Wir nehmen mal nur die Rechnung, das andere Zeug. Was soll ich damit machen, echt? Ich will nichts klauen. Das Zeug kann man sowieso kaum benutzen, glaube ich. Ja, wo ist denn jetzt hier aber auch? Lass mal schauen. Rechnung finden, Rechnungen finden. Wo zum Kuckuck?
Banditenernte. Der Dorfvogt. Wo bist denn du, Dorfvogt? Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist der denn? Der kann doch nicht einfach weg sein, oder? Bist du das da vorne? Da war doch irgendwo einer. Da stand doch einer. Nee, da stand keiner. Ach Mensch, Jolina. Okay. Wo war denn die Schmiede? Hier ist da die Kneipe, der Gasthof zur goldenen Ebene. Da steigen wir doch gleich mal ein. Hm? Was ist denn? Da ist er. Der Heide findet ihr Talarane, ein Gewirr aus alten Festungen und Ruinen. Es wimmelt dort nur so von Bestien. Aber mit etwas Glück kann ein Abenteurer dort ein Vermögen machen. Ja, gut zu wissen. Allerdings haben die Ruinen natürlich schon mehr als nur ein paar Leben gefordert. Ich komme wegen der Belohnung, mein Freund. Oh, tatsächlich? Mhm. Endlich reagiert mal jemand auf meinen Aushang. Nun habt ihr etwas, das ihr abliefern möchtet? Na, das sehe ich doch gerne. Endlich merken diese Banditen mal, wie es ist, wenn Jagd auf einen gemacht wird. Hier ist euer Gold. Ihr habt es euch verdient. Naja, hat sich gelohnt, oder? Dann lebt mal wohl. So, können wir denn hier sonst irgendetwas machen? Da könnten wir Zeug einkaufen. Oder auch verkaufen. Reden mit Gordon Lott. Komm her, Lee. Im Gasthof zur goldenen Ebene findet ihr ein Bett, falls ihr Ruhe sucht. Ja, brauche ich gerade nicht. Einen Humpen, falls ihr durstig seid. Und ein Feuer, an dem ihr euch wärmen könnt. Das ist doch schön. Und mal gucken, was der so für uns hat. Kleidung, Konsumgut, verschiedene Scammed-Eyes und Reparaturkits. Oh, 237.000. Komm, wir nehmen hier mal alle. Reparaturkits finde ich wichtig. Schattenprismen können auch nicht schaden. Kohle haben wir ja genug. Giftiger Langbogen. Mit dem Bogen arbeite ich in dem Spiel witzigerweise selten. Wir haben immer geöffnet. Das ist schön. Okay, dann gucken wir uns hier doch noch ganz kurz um, oder? Ja, das sind wieder Kisten. Nein, ich plündere nichts. Dann gehen wir nochmal nach oben. Da ist nämlich auch noch Plündertruhe. Was ist denn? Gämme des Gemetzels. Ob der uns jetzt... So, das nehmen wir mal mit. Eigentlich können wir hier ja alles mitnehmen, oder? Ja, siehst du, das dachte ich mir. Sind wir voll? Okay, naja, egal. Jetzt haben wir drei von diesen. Drei von den Rechnungen. Für Thorins Frau. So. Und jetzt denke ich, ihr Lieben, machen wir Schluss für heute. Ich werde hier noch ein bisschen, craften. Warte mal, kann ich das einfach öffnen und die Dings rausnehmen? Nein, aufbrechen wollen wir nicht. Willkommen in der Schmiede. Ja, genau. So, wir craften ein bisschen und machen wir in der nächsten Folge oder mache ich es offline? Bin ich mir noch im Zweifel? Ich denke, ich mache es offline, ihr Lieben. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!